Ja, herzlich willkommen zum neuen Unboxing-Video. Dieses Mal unschwer zu erkennen das markante Tunguska getaufte Headset von dem Label Attitude One. Hierzulande noch recht unbekannt, stammt ursprünglich aus den USA, 2011 gegründet und will nur den europäischen Markt aufrollen. Was wir hier haben, ist ein 7.1 Headset virtuell. Markante Verpackung, entsprechend auffälliges Design des Headsets. Schauen wir doch mal rein, was sich dahinter verbirgt. Aufmachung auf jeden Fall schon mal sehr aufmerksam. Aufmachung, was ein Wortspiel, 5 Euro in die Dose. Schauen wir doch mal rein, was sich da drin verbirgt. Erster Eindruck sieht ganz gut aus. Ja, knalliges Weiß mit Schwarz- und Blau-Akzenten. Sieht recht schick aus im ersten Augenblick. Was natürlich sofort ins Auge sticht, ist erstmal der Hinweis vom Hersteller, man solle doch sofort erstmal die aktuellste Firmware auf das Headset bzw. auf den Soundchip raufflashen, damit wirklich die optimale Qualität gegeben ist. Werden wir dann natürlich auch machen. Gehen wir mal ins Detail. Kopfbügel sieht nicht so gut aus, wie wir es zum Beispiel von den Creative-Geräten gesehen haben. Steiffestigkeit, ja, ganz passabel. Ich will es jetzt nicht übertreiben, wahrscheinlich wird es dem Headset das Genick brechen. Relativ flexibel in der Einstellung bzw. in der Größe des Kopfbügels. Nicht so optimal, wie man es gern hätte. Leider alles nur Plastik, PVC. Die Kopfbügel sind individualisierbar, also man kann, oder beziehungsweise passen sich der Kopfform an. So ein kleiner Schwenkkopf dahinter. Die Ohrpolster sieht man ganz schön relativ groß, also das Ohr sollte recht gut reinpassen. Kunstlederbezug macht einen ganz bequemen Eindruck. Gleiches natürlich auch um den Kopfbügel drin. Mikrofon ist nicht ganz 180 Grad schwenkbar. Eine leichte Einrastung ist zu verspüren, also ist nicht durchgängig wippbar. Spracherkennung hier vorne. Schauen wir mal, ob wir auch eine Fernbedienung hier dran finden. Das hat der Hersteller hier drüber realisiert. Mute, Ton aus, leiser, lauter. Anschluss natürlich halt über den USB-Anschluss. Ja, das soll es erstmal kurz gewesen sein zum Attitude One Tunguska. Näheres dann halt in dem Testbericht auf Hardware Journal.